Wir befinden uns im Kaltbrunnental an der Grenze der Schweizer Kantone Basel-Land und Solothurn. Was wie unberührte, bildromantische Natur erscheint, wurde vom Menschen schon vor Zehntausenden von Jahren besiedelt. In mehreren Höhlen des engen Tales wurden bei archäologischen Untersuchungen zahlreiche Artefakte aus der Altsteinzeit entdeckt. Eine dieser prähistorischen Fundstellen ist etwa 20 Minuten Fußmarsch vom Taleingang beim Chessiloch entfernt. 30 Meter über dem Bachbett liegt hier die imposante Kastelhöhle. Wer bewohnte diesen Ort vor so langer Zeit? Wie lebten diese Menschen? Diese Fragen führen uns ins Archäologische Museum nach Olten. Hier kann ein Teil der Funde in Augenschein genommen werden. Die Kastelhöhle wurde bereits in den Jahren 1948 bis 1950 komplett ausgegraben. Die Ausgräber haben damals ein gesamtes Schichtpaket von 3 Metern angetroffen und ausgegraben dann auch. Die Funde konnten in 3 Schichten unterteilt werden. Dies ist nicht alltäglich und macht die Kastelhöhle zu einem außergewöhnlichen Fundort. In der untersten Schicht kamen Werkzeuge und Knochenstücke zum Vorschein, die aus der Zeit des Neandertalers stammen. Die sind über 40.000 Jahre alt. Die Steinwerkzeuge sind aus Quarzit oder Feuerstein, Silex, wie man auch sagt. Dazu wurden Knochen und Zähne von Höhlenbären, Wölfen, Rentieren und Schneehühnern entdeckt. Wie lange die Neandertaler an diesem Ort ihr Lager aufschlugen, ist ungewiss. Doch ihre Spuren sind bis heute erhalten geblieben. In der mittleren Schicht, das sind dann 20.000 Jahre später, aber wir sind immer noch über 20.000 Jahre vor heute, also große Zeitabschnitte, da ist bereits nicht mehr der Neandertaler, sondern der Homo sapiens erschienen. Und zum ersten Mal auf dem Gebiet der heutigen Schweiz erscheint der moderne Mensch, der Homo sapiens, in der Kastelhöhle. Die Funde aus dieser Zeit beinhalten wieder zahlreiche Steinwerkzeuge, wie beispielsweise Bohrer und Klingen, sowie Knochenreste von erlegten Tieren. Auch hier war der Mensch wahrscheinlich nur eine kurze Zeit in dieser Kastelhöhle, hat vorübergehend hier gewohnt, geschlafen, gegessen, seine Werkzeuge repariert und danach weitergezogen auf seinen Jagdzügen. Der Mensch war damals ja noch nicht sesshaft, hat noch keine Häuser gebaut, sondern war unterwegs immer dem Jagdwild hinterher. Gejagt wurden unter anderem Rentiere, Wildpferde und Steinböcke. Die dritte und jüngste Fundschicht in der Kastelhöhle wird auf ein Alter von etwa 15.000 Jahren geschätzt. In dieser kamen die meisten Artefakte ans Licht. Natürlich waren darunter auch wieder etliche Feuersteinwerkzeuge, aber auch solche aus Geweih und Knochen. Doch es gab noch einiges mehr. Speziell an dieser Schicht sind die vielen Schmuckobjekte, die man gefunden hat.
Das sind Anhänger aus Zähnen, vom Eisfuchs zum Beispiel, eine Gagatperle, das ist eine versteinerte Holzkohle, eine kleine feine Perle. Es gibt fein bearbeitete Knochennadeln. In der obersten Schicht kamen zahlreiche Muschel- und Schneckenanhänger zum Vorschein. Diese nutzten die Menschen ziemlich sicher auch als Schmuckgegenstände, aufgenäht auf ihren Kleidern oder auch als Ketten angehängt. Das ist auch sehr speziell aus dieser Zeit. Diese Kultur aus dieser obersten Schicht bezeichnet man auch als Magdalénien. Weitere Untersuchungen lieferten überraschende Erkenntnisse. Von den Feuersteinen haben wir eine Rohstoffanalyse gemacht. Das heißt also, alle Feuersteine von der oberen Schicht haben wir untersuchen lassen auf ihre Herkunft. Und sehr interessant war zu sehen, dass einige von diesen Objekten, von diesen Feuersteinen, Werkzeugen, der Rohstoff von weit her kommt. Also von 200, 300 Kilometer entfernten ursprünglichen Fundorten von diesen Steinen, und die müssen durch den Menschen in diese Kastelhöhle gekommen sein. Wie, weiß man natürlich nicht, das sind Spekulationen. War das Tausch, war das Handel, war das ein einzelner Mensch, der dieses Werkzeug mitgenommen hat über all diese Kilometer, oder wurde der Besitz gewechselt, das weiß man natürlich nicht. Interessant ist einfach zu sehen, dass die Menschen nicht irgendwelche Höhlenbewohner, Stubenhocker waren, sondern die waren wirklich unterwegs, und zwar über größere Distanzen. Faszinierend, was einfache Steine über das Leben der Menschen vor Tausenden von Jahren so alles verraten können. Die Kastelhöhle ist deshalb auch wichtig und von Bedeutung, weil aus einem ganz langen Zeitabschnitt eine große Fülle von Spuren des Menschen, vom Neandertaler bis zum modernen Mensch, aus verschiedenen Zeitabschnitten zum Vorschein gekommen sind.